Auf was spielen wir? Einfach, normal oder schwer? Entscheide du, es war eigentlich immer ganz einfach. Ich würde sagen normal, oder? Können wir gerne machen. Oh, Modus, neues Spiel freigeschaltet. Easy. Boah, es stimmt ja, du kannst hier deinen Charakter erstellen. So, normal. Wartet für die Safe spiele ich keine Frau. Safe, Junge. Ich spiele immer Frau. Nein, Alter, das, ich kann den Charakter da nicht ernst nehmen, so. Egal. Montana. Ach da, zeig dich da. Big Sky. Ja, aber nicht eine Spielfigur. Der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es ein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant, es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier. Vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind Gott allein. Gott verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten. Ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. Hey, Rookie! Rookie! Du verschwendest nur Zeit, hier gibt's kein Netz. Wir überqueren jetzt den Henbane. Sein Aussehen machen? Konnte man nicht direkt am Anfang sein Aussehen machen? Wie weit ist es noch? Weit genug, um den Plan zu ändern. Aber kann man es erst einmal. Wir könnten einfach umkehren. Soll ich denn einen Haftbefehl missachten, Sheriff? Nein, Cameron. Ich will nur, dass du den ganzen Ernst unserer Lage begreifst. Joseph Seed. Das ist kein Mann, mit dem man sich anlegt. Wir hatten schon mit ihm zu tun und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal. Manchmal ist das besser, sein zu lassen. Ja, nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Brad, ich brauche Verbindung zur Leitstelle. White Horse an Leitstelle, over. Aaron, ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy, over. Ja, das heißt jetzt was? Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, unglücklicherweise versuchen wir immer noch den Marshall zur Vernunft zu bringen. Over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Over. Verstanden. Over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als die Neue. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Fred. Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys, so nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Höre ich da Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Das ist goldgültiger. Ach, das ist eine schlechte Idee. Letzte Chance, Marshall. Wir gehen rein. Bring uns.
uns runter. Prepped, hab verstanden. Leitstelle, bitte melden. Ja, Sheriff, wenn du in 15 Minuten nichts gehört hast, schick jeden Mann, wenn nötig auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Aufgepasst! Drei Regeln. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden? Rookie! Alles klar, Leute! Aufpassen! Los geht's! Er wird in der Kirche sein. Bleibt an mir dran! Auf. Diese Leute kriegen leicht mal einen Schreck. Rookie, zu mir. Locker bleiben. Was wollen die denn hier? Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Macht einfach euer Ding. Das hier geht euch nichts an. Sheriff, mir gefällt das nicht. Alles in Ordnung, Hans. Alles ist in Ordnung. Gut, Gütiger. Ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Ja, hier draußen haben sie nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Meine Waffe werden sie respektieren. Man kann nicht jedes Problem mit einer Kunden aus dem Arsch haben. Was ist das denn? Sie wollen sowas hier nicht sehen. Was macht das hier? Sie werden uns in Ruhe lassen. Ganz ruhig. Ja, der macht schon was. Wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Hudson an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, folge mir. Und du? Mach einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Wird schon werden. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur ein Scheiß drauf. Joseph Seed. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich sie sehen kann. Da sind sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Nein, Moment! Nimm die Hand von der Waffe! So, abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm und sieh. Treten Sie vor. Und ich sah. Und siehe. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie, leg den Mistkerl Handschellen an. Gott wird das nicht zulassen. Rookie, leg ihm Handschellen an. Manchmal ist es das Beste.
es gut sein zu lassen. Gehen wir. Alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Ja, Vater. Du seist gepriesen. Niemand kommt, um euch zu retten. Der Herr hat dich mit seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die, die Boten des Untergangs, werden die Wahrheit erkennen. Lass die Ernte beginnen! Wir müssen sofort los! Scheiße! Wir müssen sofort raus hier! Ich brenne! Ich sollte quälen! Thank you.
Habt ihr dich jetzt erwischt? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sichert den Raum, Rookie. Oh, Herrgott. Ich hatte ja keine Ahnung. Fuck! Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammte Psychopathen! Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Hier. Und ein herzlich willkommen mit mir hier, das ist ein ganz neues Projekt. Wir spielen Far Cry 5. Ich habe das Game schon einmal durchgespielt, deswegen habe ich halt das Standard-Equipment oder vollkommen aufgewertete Sachen. Und mit wem spiele ich denn hier? Mit dem Skipper. Wir spielen das ganze Spiel einmal durch und das zusammen. Und er haut mich mit einer scheiß Schaufel. Alias The Spear. Du musst vergessen, dass die Schaufel The Spear heißt. Oh, oh, oh. Und du hast den Kackborgen. Gib dir jetzt mit Nigens Knüppel ein. Frag mich, wo mein Baseballschläger ist. Mein Mental-Baseballschläger. Den gibt's nicht mehr. Okay, welche Region wollen wir denn zuerst einnehmen? Wollen wir Fast will ich jetzt nicht so gerne, aber Jacob oder Johns? Ich würde einfach knallhart nach der Spielreihenfolge gehen und einfach zu John gehen. Gut, los. Dann ist die erste Aufgabe ja bei der Kürbisform, oder? Ich glaube schon, ja. Ich folg dir. So. Dann geht's los. Ich habe John einmal gespielt auf der PlayStation komplett durch und dann war's es. Och Junge. Das war aber fast. Das war fast, Leute. Sag nicht, du hast das Boot wirklich kaputt gemacht. Nein, aber ich hab den Typen hier gerettet. Achso. Ist dir gar nicht aufgefallen. Ja, ich hab mal ganz schnell die zwei Leute weggeklatscht und dann. Jo! Ach, das warst du. Müssen wir nicht in einer anderen Richtung? Geil! Ich bin halt umgefallen wie so ein Stock. Geil. Ja, da, was? Ich hab auf ihn so eingeheizt. Und der hat einfach alles überlebt, was ging. Jo, geil! Dann fängt der schon gut an hier. Ist so. Die Geisel in Ruhe! Sag ich zu undeutlich. Oh. Normal. So viel dazu, wir das Geisel. Passt schon. Du hast uns den Arsch gerettet, nicht wahr? Nee, hab ich nicht. Yes. Alle weg hier, Leute! Was willst du? Ja, dem muss ich reden. Warum? Ich spiele normal durchspielen und nicht, wenn alle. Ich halte mich auf, bring mich um, sagt er. So, hilf mir doch mehr. Hilfe! Ich hab sie geholfen, okay? John ist kein Mann, vor dem man davonlaufen kann. Ich feier das. Komm mal, ich hab einen neuen Freund, schau es dir an. Und schickt sie nach Norden. Ich wollte Ray Ray warnen. Er heißt Peter. Sie meldet sich nicht. Geil, Peter. Ihren Boomer, als wäre er ihr Kind. Boomer. Endlich. Warum? Gut, dass du zur Vernunft gekommen bist. Danke, dass du uns da rausgeholt hast. Ach, kein Problem, mach ich immer gern. Die
Diese Drecksäcke lassen mich jeden Tag bereuen, an dem ich sie mit ihren miesen kleinen Plänen durchkommen ließ. Gleich zum Geschäft, was? Hol mir meinen Truck von US Auto. Wir treffen uns dort und dann zeige ich dir. Gleich zum Geschäft. Hol mir meinen Truck, Junge. Was ist jetzt? Da steht ein Bock gerade, gell? Na 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 na. Das ist Boomer. Lass uns doch Boomer retten. Oh, du hast ja schon Boomer. What the fuck? Ey, Junge, warum? Junge, komm mal rein. Komm mal rein. Warum scheißt du auf den Boden? Ach, wie süß. Oh, ich mag den Hund. Komm, lass. Nicht den Hund. Ja, ist so, ich scheier den Hund auch einfach übelst hart. Nein, es gibt eine Regel, man schießt nicht auf Hunde und Katzen. Man darf alles schießen, von mir aus auf jeden Menschen, aber nicht auf Hunde. Hey Jungsfreund, Ray zu verlieren, das tut schon weh. Diese beschissene Siebsippe. Ach, aber gut, dass du den alten Boomer gerettet hast. Dieser Hund. Er wittert Ärger und passt besser auf dich auf als du selbst. Und meine Ziege getötet, okay? Ja, ich töte die Ziege. Ich habe eine Ziege getötet. Du hast schon echt Spaß. Steig ein! Nee, ich fahre nicht bei Cheat-Auto hier. Das ist kein Cheat-Auto, das habe ich mir mal gekauft. Ja, deswegen. Jetzt komm. Nee, ich kauf mir jetzt ein eigenes Auto, fahr alleine. Komm ins Cheat-Auto. Nein! Nicht weg. Wahrscheinlich kann ich dich nicht überfahren. Alter. Das ist ein richtig geiles Ding. Ein Rennwagen. Ich schau auch, Mann. LKW. Oh, ich hab nen Traktor. Warum gibt's eigentlich in dem Spiel kein Motorräder? Das ist voll unlogisch, dass es in Amerika keine Motorräder gibt. Es gibt Quads. Ja. Ja. Den hier fahr ich, Junge. Das ist ein geiles Auto. Ich weiß nicht, was das für ein Auto ist, aber das ist ein geiles Auto. Das hab ich irgendwie auch. Ich weiß nicht warum. Far Cry 3, Junge. Warte kurz. Ja, los geht's. Ach, da bitte. Bam! Oh. Jo, ich bin tot. Ja, warum bist du denn schon wieder tot? Der Hund hilft mir. Warum ist der Boomer tot? Hab ich den überfahren? Ja. Wie kann ich denn das Radio ausmachen, Mann? Das kotzt mich langsam an. Radio, Plus. Ah, mach du mal bitte Radiosender aus. Dann Optionen, Audio, Musik, aus, oh mein Gott. So. Ey, das, die hat 600 Euro gekostet. Was? Windschutzscheibe. Bison! Wir belassen das dann mal bei 15 Minuten.